kann ich beim tiefsten Sturz in Zelda Tears of the Kingdom 2 Minuten lang nach unten fallen. Ich hole mir dafür erstmal mein fliegendes Moped. Und mit dem fliege ich jetzt bis zum Todesberg so weit nach oben, wie es irgendwie geht. Ich habe leider nur ziemlich wenig Batterie, deswegen muss ich immer diese Sonar-Energiesphären nehmen. Jetzt sind wir über dem Todesberg und wir haben gerade eine Höhe von 1700. Aber da geht noch mehr. Jetzt haben wir schon 2000 geknackt. Und jetzt sogar schon 3000. Wie hoch kann man wohl maximal steigen? Ah, okay, jetzt. Bei 3300 war Schluss. Und der Timer läuft. Aber die Aussicht von hier oben ist wirklich atemberaubend. Wirklich eine wunderschöne Welt. Okay, und jetzt fallen wir für 1 Minute lang und wir können langsam den Todesberg erkennen. So, ich muss ihn auch mittig erwischen, damit ich genau reinfalle. Und jetzt auch noch durch den Abgrund durch. Oh, Link brennt übrigens. Dann muss ich hier diesen Felsen auch noch ausweichen, da nicht dagegen knallen. Und damit sind wir für 2 Minuten am Stück gefallen. Sehr schön. Aber ich will die Lava noch berühren. Und... Flatsch! Sorry, Link.